schon weg, Herr Möppelsen. Nur die Mantit, Miriam. Ischi, was machst du denn hier? Kein Markt? Ach, Kalle, ich hab meinen freien Tag heute. Ich habe auch gar keine Zeit. Na denn. Moin. Morgen. Morgen. Ja, wo bleibt sie denn? Hier bin ich. Ah, morgen, Frau Hasefeld. Morgen, Herr Block. Das ist der Schmidt, zu dem müssen Sie nett sein. Morgen. Morgen. Ich bin aufgeregt wie ein Schulmädchen. Man ist ja kein Unmensch. Können wir? Zeit ist Geld und Geld ist knapp. Ja, ob ich kann, das weiß ich nicht. Ich wollte die Fahrprüfung schon abgesagt haben. Wir haben nämlich in der Familie einen schrecklichen Autounfall gehabt. Und ich weiß ja nicht mehr, ob das so richtig ist alles. Sie sind übrigens mein ältester Prüfling. Ah, ob das wohl ein Kompliment ist? Wird schon schief gehen, Frau Hasefeld. Na, dann starten Sie mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Denn 3x15 Milligramm. Das muss reichen. Ja. Und abends fangen wir an, ja? Gut. Ja? Herr Dr. Rilke. Frau Sandberg. Dass wir uns unter diesen Umständen wiedersehen, hätte ich auch nicht gedacht. Und vor allem nicht gewünscht, was? Vielen Dank, dass Sie sich hier als unser Vertrauter zur Verfügung stellen. Für Freunde von Frau Hansson mache ich das ja gern. Wie geht's ihm? Wir sagen dann gern den Umständen entsprechend. Es ist fürchterlich. Fassen Sie Mut. Er ist ja nur ein Kollege, aber... Es ist natürlich nicht meine Klinik hier, aber was ich tun kann, tue ich. Ich weiß, dass er bei Ihnen in den besten Händen ist. Kann ich zu ihm? Er hat Besuch. Ja, warte ich lieber. Nein, nein. Eine Ablösung ist vielleicht ganz gut. Mhm. Der Raphael ist wieder zurück nach Berlin. Er war so lieb zu mir. Ich habe ihn bei den Hasefelds getroffen. Wenn er nicht sofort reagiert hätte, ich war wie gelähmt, Christian. Ich hätte nicht weglaufen sollen vor der Sache. Weglaufen ist nie gut, das weiß ich ja bloß. Ich möchte so gern, dass alles wieder gut wird. Mit dir und uns beiden. Dr. Rilke meinte, ich sollte dich vielleicht ablösen. Das möchte ich nicht. Dass du weißt, dass ich mich nicht drücke. Dann gehe ich lieber wieder. Ja. Peter, Peter, Koffer und die Dame bitte. Taxi. Taxi, kommt sofort. Kleinen Moment, bitte. Normal ist hier was los. Morgen, Herr Schmolke! Morgen, Herr Jäger. Wie immer. Wie immer, Herr Jäger, aber nicht so prompt wie sonst. Ach, wartest du auf die Eltern? Die kommen sicher gleich. Och, wie süß. Taxi, hallo. Können Sie sich kurz um meinen Bruder kümmern? Ich habe noch was vergessen drin. Du, im Prinzip schon, aber hier ist so viel los. Peter, fahr mal Herrn Jägers Wagen weg, bitte. Ja? So gern ich das auch täte, aber das kann ich nicht machen. Nachher kommt er noch weg, was? Nur eine Minute. Bitte. Ich muss noch aufs Klo. Ich täte es wirklich gerne, aber das kann ich nicht machen. Ach, bitte. Ja, gut, aber nur eine Minute, ja? Gepäck machen wir ja gerne. Aber Baby, das geht echt zu weit. So. So. Das, genau, das war Ihr Wagen. So, bitteschön. Barbara. Bitte warte.
Ich muss ins Büro. Ich doch auch, aber ich will reden mit dir, endlich. Aber ich nicht mit dir. Begreifst du das nicht? Aber so geht das doch nicht. Was geht so nicht? Barbara, wir sehen uns täglich. Wir arbeiten zusammen in gewisser Weise. Wir können uns doch nicht immer aus dem Weg gehen. Das wirst du sehen, dass wir das können. Wir müssen das klären zwischen uns. Wir haben seitdem kein vernünftiges Wort miteinander geredet. Wir sind doch keine Kinder, Barbara. Wir sind erwachsen. Halt mir keine Moralpredigten. An meinem Verstand brauchst du ebenso wenig zu appellieren wie an meine Gefühle. Du nicht. Und wir sind's Christian schuldig. Und den lässt du gefälligst aus dem Spiel. Barbara, Christian kann sterben. Er kann sterben. Bitte links. Linker Satz nicht vergessen. Was ist los, junge Frau? Lust verloren? Sie werden doch jetzt nicht die Nerven verlieren, Frau Hasefeld. Ich möchte nicht nach links. Das wäre allerdings das erste Mal, dass der Prüfling sagt, was er will oder was er nicht will. So können Sie jedenfalls nicht stehen bleiben. Das verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung. Ja, aber da geht es doch zum Markt. Na eben. Na, aber da arbeitet doch mein Mann und ich will nicht, dass er mich sieht. Warum das denn nicht? Mach das doch heimlich, die Fahrprüfung. Soll es doch nicht wissen. Ich möchte ihn überraschen. Die einzige Überraschung wird sein, dass Sie Ihren Führerschein nicht kriegen. Also dann lassen Sie es von mir aus. War ja alles ganz vortrefflich bisher. Selbst die Autobahn. Also, dann wollen wir hier mal einparken. Parken Sie mal links ein, rückwärts. Oh je. Dass Frauen in jeder Lebenslage diskutieren müssen, werde ich nie begreifen. Was, Herr Block? Fragen Sie mich mal, Herr Schmidt. Wer sagt's denn? Geht doch. Es ist noch so ein Tag wie heute und ich kündige. Ach, ihr seid eben alle nicht mehr belastbar. Unser einer. Oh, Schande. Eine Minute nach 12. Nicht weinen. Nicht weinen. Oh, ich wein gleich. Julietta, schafft ihr das alleine? Ich muss rauf in die Reservierung. Da gibt's Kuddelmuddel. Klar, Frau Pappenhagen. Kein Problem. Roxy. Hey, bist du Vater geworden, Schmolli? Das ist überhaupt nicht lustig. Eben hat er noch geschrien wie am Spieß. Ja, und dann hast du ihm die Brust gegeben und nun ist er ganz brav, was? Ja? Fein, hast du Bäuerchen gemacht, ja? Den habe ich zur Aufsicht übernommen. Von einer jungen Frau und einem Mädchen, blöd wie ich bin. Eine Minute, hat sie gesagt. Und nun ist sie nicht wiedergekommen. Und frag mich nicht, wie lange das her ist. Was? Oh, wir bringen ihn erst mal... Ja, wie heißt du denn, Schatzli? Deine Zimmernummer sagt er dir auch gleich. Ich weiß gar nichts von Gästen mit Kind. Das wird sich doch rausfinden lassen, zu wem das Kind gehört. Ja, komm, wir bringen ihn erst mal weg hier, ja? Komm, gib mir doch mal das Körbchen. Ja, du sollst doch nicht so schwer tragen. Pass auf. So schnell sehen wir uns wieder, Julietta. Ich dachte, Sie... Was habt ihr denn da? Na, rate mal. Oh Gott, nee, wie knackig. Junge oder Mädchen? Du tust fast so, als wären wir die Eltern. Dir traue ich alles zu, Schmolli. Ich habe echt keine Zeit für Scherze. Ich will das Kind loswerden. Ein Gast hat es. Ein junges Mädchen. Hat den Kleinen abgegeben. Ja, und ist verschwunden. Das gibt's doch nicht. Ja, erklären kann ich es mir auch nicht. Na ja, aber jetzt bleibt es erstmal kurz hier. Ja. Und dann lasse ich im Computer checken, zu wem es gehört. Es ist ein Junge, sagt Schmolli. Also nachgeguckt habe ich nicht. Aber das Mädchen hat gesagt, mein Bruder. Ach, da kommen einem direkt die Tränen, wie es einen anlächelt, so lieb und unschuldig. Und weiß nichts von der Welt. Kein Schimmer, was man macht. In so einer Situation? Nee, mit so einem Baby. Naja, wir sind ja alle irgendwie kinderlos. Hm? Irgendwie? Denk doch mal nach. Alle, die hier arbeiten, Singles, unverheiratet. Angefangen bei der Hanson über Iris, Elfie. Die hatten einen Adoptivsohn. Aber der ist 14. Uwe, kein Kind. Doris, kein Kind. Schmolli, ich, kein Kind. Jetzt doch. Ihr vergesst mich ganz. Ich bin Mutter von 3 Kindern. Und ich sag euch, der braucht was zu trinken. Und eine frische Windel.
Chancen stehen schlecht, sagt er, wenn Christian stirbt. Du darfst die Hoffnung nicht verlieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, wer selbst nicht in der Lage ist, zu glauben und zu hoffen, Glaube, Liebe, Hoffnung, der gibt ein Stück von dem Preis, was vorgesehen ist. Nein, es göttlichen Plan, was auch immer. Alles scheint bestimmt. Und doch, wir können die Dinge unseres Lebens lenken. Wir bestimmen die Richtung. Daran kann ich nicht mehr glauben, Gudrun. Die Nervensäge. Oh, ich störe. Ja, Sie stören. Nein, nein. Ich war im Begriff zu gehen, mein Schreibtisch quillt über. Sie tut mir leid. Tatsächlich? Aber vor allem Frau Malek. An die Arbeit, Begemann, an die Arbeit. Einen seiner Küchenjungen ins Alsterhaus geschickt. Ist es nicht zu warm? Nein. Wem gehört das denn? Tja, wenn wir das wüssten, Frau Sandberg. Ach, das werden wir gleich klären. Aber jetzt hat das kleine Wurm erst mal Durst. Und sonst verdurstest du ganz. Sieht überhaupt nicht wie Milch aus. Das ist Fencheltee, Schmolke. Wir wissen doch gar nicht, ob der Kleine schon abgestillt ist. Kann man dem doch keine Kuhmilch geben. Kerle. Ich verstehe nicht ganz. Also, kommt ein junges Mädchen zu mir und sagt, könnten Sie mal eine Minute auf mein Brüderchen aufpassen? Ja. Und war seitdem nicht mehr gesehen. Trotzdem müssen wir die Polizei rufen. Ach, das klären wir dann später. Es ist bestimmt ein Kind von Gästen. Ich werde es gleich checken lassen. Darf ich mal? Kommst du mal zu mir? Mhm. Kommst du mal zu mir? Kommst du mal zu mir? Ja, warum? Was denn? Komm her, schau. Komm her, schau. Oh, oh. Schönes Gefühl, oder? Ja. Herzlichen Glückwunsch, Frau Hasefeld. Ein Autofahrer mehr in Deutschland. Danke. Ich hätte ja nicht zu träumen gewagt. Auch von mir. Glückwunsch. Ich hätte gern etwas mehr an Ihnen verdient, aber Sie mit Ihre Privatstunden nicht, wahr? Tja, unsere Tochter, die hat es sich in den Kopf gesetzt. Rechnung schicke ich Ihnen zu. Ja. Nee, die hole ich mir lieber selber raus in den nächsten Tagen. Mein Mann, Sie wissen ja. In Ordnung. Und grüßen Sie Ihre Tochter von mir, wenn sie mal Arbeit tut. Wir brauchen immer tüchtige Fahrlehrer. Ja, danke. Was hat er denn nur genau, Barbara? Tut mir leid, ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Das verlangt doch auch keiner von dir. Aber ich dachte, es lenkt mich ab. Warum gehst du dann nicht nach Hause? Und dann? Setz ich da und warte auf das Klingeln des Telefons. Und die Uhren ticken und der Wasserhahn tropft. Und sonst nur Totenstille. Und alles, was ich angucke, erinnert mich an ihn. Am liebsten würde ich überhaupt nicht mehr nach Hause. Du kannst doch wieder bei mir. Dann penn doch bei mir. Du kannst bei mir am Sofa schlafen. Ihr seid süß. Gleich heulig. Jetzt trinkst du erstmal den Kaffee. Ich habe heute mal ein Stück Zucker reingemacht. Das ist gut für die Nerven. Der Rilke sagt, eigentlich ist es sowieso ein Wunder, dass er nicht tot ist. Ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen. Der Wagen von der Sandberg ist mit voller Wucht gegen diesen Baum. Und wisst ihr, gegen welchen? Ausgerechnet den Liebesbaum von Marie und Ronaldo Schäfer. Also ich finde, du solltest dich mit der Sandberg wieder vertragen. Das werde ich nie können. Ich hasse sie bis zum Tod. Ich finde, du tust ihr Unrecht. Ich meine, sie hat doch das Gespräch gesucht und sich entschuldigt. Ich finde, sie hat genug gelitten und sie tut's auch noch. Wem darf ich das geben? Wem Sie wollen. Dann gebe ich das Ihnen, Frau Sengelmann. Die Verkaufsabteilung braucht es bis morgen. Ach ja, Frau Malek, mein Beileid.
Beileid? Mein Mitgefühl wollte ich sagen, dass es Herrn Dolbin so schlecht geht. Wir fühlen alle mit Ihnen. Moment. Dass Sie es wagen, wo Frau Malek da drin leidet wie Sau, dass Herr Dolbin sterben könnte. Dass Sie es wagen, schon mal im Vorab herzliches Beileid zu wünschen. Aber glaube mal ganz beiseite, das ist sowas von grausam und schrecklich. Aber ich habe das doch gar nicht so gemeint. Ja, wie Sie alles immer nicht so meinen. Sie irren sich, Frau Gerdes. Wirklich. Diese Erfahrung in der Kühlkammer, die war so schrecklich, das können Sie alle gar nicht an. Es hat Sie nicht interessiert. Die Wahrheit ist aber auch, dass ich mich verändert habe. Ich bemühe mich um Zurückhaltung, um Fairness, um Freundlichkeit. Ich bemühe mich um Sie alle, aber Sie alle lassen mich nur abblitzen. Hören Sie doch auf mit Ihrem Ego-Kitsch. Keine Chance für Alexa Hofer? Natürlich nicht. Weil ja jeder sein Feindbild braucht, damit er sich besser fühlt. Kaufmann von Kempe, Lorenz, McGernsey. Warte, das ist eine Familie. Päffken. Die habe ich schon gesehen, die haben nur große Kinder. Ich bin sowas von aufgewühlt. Wir erst. Ich hatte da oben eben richtigen Zickenterror mit der Hofer. Tat mir am Ende fast leid, die Kuh. Bei mir wurde ein Kind abgegeben. Oh nein, bitte nicht. Den geben wir aber nicht wieder her. Das wird unser Maskottchen. Sag mal, Kinder, geht's noch? Ach, guck ihn dir an. Ganz der Vater. Ich habe im Computer nachgesehen. Das Mädchen, das Schmolli das Baby gegeben hat, gibt's nicht im Hotel. Mit der Schmolke, Sie hätten dieses Baby überhaupt nicht annehmen dürfen. Was hätte ich denn machen sollen? Wisst ihr was? Euer kleiner Moses da. Ich glaube, der wurde ausgesetzt. Und dieses Mädchen, das ist die Mutter. Wo willst du das denn wissen? Vielleicht suchen die das Kind bereits. Aber da hätten die ja nur an der Rezeption fragen müssen. Wartet mal. Es gibt doch in Hamburg diese Babyklappe. Ich muss mal die Nummer raussuchen. Das ist eine ganz tolle Sache. Da können verzweifelte Mütter ihr Neugeborenes ganz anonym verklappen. Klasse. Das habe ich nie verstanden, wie man sein eigenes Fleisch und Blut aussetzen kann. Ja, Julieta. Aber nun haben wir so einen Fall. Also doch die Polizei. Auf jeden Fall können wir ihn nicht hier behalten. Ja. Da hat Elfi vollkommen recht. Tja, das hat Frau Sandberg auch schon gesagt. Also ich finde, wir warten noch mal eine Nacht ab. Vielleicht meldet sich ja noch jemand. Also gut, eine Nacht. Aber da müssen wir natürlich einen Betreuungsplan machen. Und der ist wirklich ein Schuss? Allererste Klasse. Das sehen Sie doch. Wissen Sie, es ist ja eigentlich ein Klischee, nicht wahr? Oh. Aber der Autonarr in unserer Familie ist eher mein Mann. Sie versteht also nichts davon? Nee, ich bin auf Ihre Beratung angewiesen. Warum haben Sie Ihren Gatten da nicht mitgebracht, Frau Hasefeld? Hasefeld, mit R, wie Rindfleisch. Hasefeld. Sorry. Überraschung. Überraschung? Ich möchte ihn überraschen. Wo gibt es das noch? Eine Frau kauft für ihren Mann ein Auto. Klasse. Allererste Klasse. Nee, den kaufe ich für mich selber. Er soll es bloß noch nicht wissen. Dann sind Sie entschlossen? Ja. Aber Sie müssen ihn für mich anmelden und all das Gebrasse. Ja, dann machen wir gleich mal einen Vertrag. Krieg eine kleine Anzahlung und morgen bezahlen Sie den Rest. Am besten im Bad, da gibt es ein paar Prozente. Ah, gut. Soll ich uns was kochen? Du kannst essen? Bitte gib mir eine Chance. Hast du mir eine gegeben? Lass uns das nicht im Hausflur. Du hast geklingelt. Barbara, ich kann das nicht mehr aushalten. Ich auch nicht. Ja.
Es reicht, Barbara, es reicht wirklich. Ich habe alles Verständnis der Welt für deine Sorgen, für deine Wut. Aber warum siehst du immer nur deine Probleme? Warum bist du nicht in der Lage, über dich selber hinauszublicken? Denkst du, ich hatte eine einfache Zeit? Was denkst du, wie schmerzhaft dieser ganze Prozess... Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Frau Jakubiach. Ja, bist betrogen worden. Bist nicht die Erste, wirst auch nicht die Letzte sein. Und es ist ein Kummer und eine Enttäuschung. Und es ist ein Wahnsinn, dass ich als deine Freundin... Freundin? ...mir deinen Freund geschnappt habe. War übrigens nicht ganz so simpel, aber wen interessiert schon die Wahrheit? Und du hast ihn ja wieder. Deswegen muss ich dir noch lange nicht verzeihen. Wenn dir an unserer Freundschaft etwas liegen würde, dann hättest du das längst getan. Was denkst du denn? Ich habe hier in diesem Bauch, in meinem Bauch, ein Kind getragen. Wer fragt denn, ob das vielleicht meine letzte Chance ist, Kinder zu bekommen? Wer fragt denn, wie viel Schmerz ich ertragen musste, wie viel Tränen ich vergossen habe, weil ich mich geschämt habe vor dir, weil ich nicht wusste, was ich tun soll, weil ich am Ende abtreiben musste? Wo ist dein Herz, Barbara? Wo ist dein Verstand? Fertig? Dann sage ich dir nur einen Satz. Dass dies alles passiert ist, was du mir hier so zwischen Tür und Angel um die Ohren haust. Dass Christian dein Auto gefahren ist, obwohl du genau weißt, dass er ein Trauma hat, nicht fahren kann. Dass Christian jetzt im Krankenhaus liegt. Dass Christian vielleicht sterben wird. Das alles ist nur die Schuld eines Menschen. Und dieser Mensch heißt Iris Sandberg. Wenn jemand gesagt hätte, Elfriede Gerdes, du wirst mal eines Tages mit dem BMW. Danke. Ich muss. Danke. Tschüss. Morgen. Das lobe ich mir. Was? Teamgeist. Dass sie sich wieder vertragen. Ach so. Naja, das war ja auch furchtbar, jeden Tag aneinander vorbeizulatschen, ohne Guten Morgen zu sagen oder einen schönen Feierabend zu wünschen. Hab ich eh nie verstanden. Wissen Sie, wir haben uns voreinander geschämt, beide wieder hier anzufangen. Was ist denn daran beschämend? Frau Hansson, nach allem, was passiert ist, ich mit großer Schnauze hier weg und dann mit eingezogenem Schwanz wieder hier anzufangen. Das ist nicht einfach. Jeden Tag durch den anderen daran erinnert zu werden, dass man gescheitert ist. Das sogenannte Scheitern im Leben, Frau Gerdes, ist nur dazu da, zu beweisen, dass man wieder aufstehen kann. Morgen. Morgen. Wie geht's dir? Unverändert. Morgen. Morgen. Und? Naja. Verständnis? Verständnis habe ich. Dass wir uns diesbezüglich erst in der übernächsten Woche bei Ihnen melden können, wenn Herr Dolbin wieder da ist. Soll ich das so schreiben? Natürlich nicht. Letzten Satz streichen mit freundlich und so weiter. Sie machen das schon. Morgen. Morgen. Ach, Barbara, ich würde das gerne gerade rücken mit meinem Fauxpas gestern. Brauchen Sie nicht. Morgen allerseits. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Für dich. Hier. Komm, frischer Kaffee weckt alle Lebensgeister. Oh, ja. Aber sowas von süß, der kleine Moses. Mm. Oh, ich konnte mich überhaupt nicht von dem losreißen. Oh. Morgen, die Damen. Morgen. Morgen, Hege. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob alles in Ordnung ist in Ihrer Abteilung. Kann ich was tun? Muss ich was tun? Ja. Sie könnten Frau Hofer entlassen, dann würde es hier noch besser laufen. Warum so unversöhnlich, Frau Gerdes? Man muss ja nicht mit allen gut klarkommen, oder?
Diese Versöhnermentalität geht mir ohnehin auf den Keks. Versöhnermentalität? Meine. Ist mir ziemlich wurscht im Moment. Sie stehen sehr unter Stress im Moment, ich kann das verstehen. Wie geht's denn Herrn Dolbin? Und diese Frage möchte ich ab sofort auch nicht mehr hören. Tja. Hallo, hallo. Mahlzeit, Schwester Annelie. Mahlzeit. Ich will nicht, dass diese Frau da sitzt. Bei allem Verständnis für Sie und Ihre Situation, aber wir können doch Frau Sandberg nicht verweigern, Herrn Dolbin zu sehen. Warum nicht? Kommen Sie mit. Kommen Sie mit, beide. Also, Frau Malek möchte nicht, dass Sie, Frau Sandberg, weiterhin Herrn Dolbin besuchen. Das glaube ich nicht. So ist es aber. Ich will, dass du mir das direkt in, ich will, dass du mir das direkt in die Augen sagst. Ich will nicht, dass du Christian weiterhin besuchst. Das Problem, über das wir hier zu dritt mal reden müssen. Und deshalb ist es mir auch sehr lieb, dass Sie dabei sind, Frau Sandberg, bitte. Ist ein grundsätzliches. Und es betrifft jeden Zweiten in diesem Land, der ernsthaft erkrankt und nicht verheiratet ist. Als Arzt, der die Dinge gern menschlich sieht, Sie wissen, dass ich das tue, handeln wir in Fällen wie diesen oft nach Gefühl und Wellenschlag. Genau genommen müssen wir zuerst die nächsten Angehörigen informieren. Sein Bruder Dominik habe ich angerufen, der weiß Bescheid. Es geht hier gar nicht so sehr um ein Besuchsrecht von Ihnen oder von Ihnen. Sie sind beide mit ihm weder verwandt noch verschwägert. Juristisch gesehen stehen Sie Herrn Dolbin gegenüber quasi gleich da. Na toll. Es wird am Ende alles gut, ich weiß es. Ach, ewig. Musste ich aber mit der anderen vertragen. Manchmal stehe ich neben mir und finde das ganz scheußlich, wie ich die Iris beschimpfe, aber ich kann nicht anders. Man kann immer anders. Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier. Wir haben immer die Wahl. Wir können immer anders. Sie hat versucht, mir Christian wegzunehmen. Ja. Und, hat sie es geschafft? Nein. Herrschaftszeiten. Hat man denn hier nirgendwo seine Ruhe? Vielleicht jemand, der was von dir will? Ich kenne in unserem Freundeskreis jede Hupe. Diese kenne ich nicht. Oh, Dummy nochmal! Erich! Wird ja der Hund in der Falle verrückt! Ja, mein Liebchen. Hallo, Elisabeth. Oh, ich wusste gar nicht, dass du kommen wolltest. Ganz spontan, ich hatte Sehnsucht. Mhm. Na, Monsieur, was sagen Sie dazu? Wem seiner ist das? Mein seiner. Deines, unseres. Deine Frau hat den Führerschein gemacht. Das staunst du, was? Hast du? Mhm. Wie jetzt? Autoführerschein? Was soll das? Wieso weiß ich davon nichts? Ich habe ihr heimlich Unterricht gegeben. Ja. Und dann war ich noch bei der theoretischen beim Block. Wozu brauchst du einen Führerschein? Ich fahr dich doch. Na, dann kann ich doch auch mal alleine auf Bier gehen. Beispielsweise zu Hein oder zu Hannenöhrchen oder zum Friseur oder auf dem Markt. Ja, wie? Ausbüchsen, hä? Mich allein lassen. Ach, deswegen habe ich so oft den Markt allein gemacht. Elisabeth, ich muss dir sagen, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Wieso denn? Du hast doch selber gesagt, dass... Der Motor ist nicht so toll in Schuss. Was hast du dafür bezahlt? Doch immer Rätsel übers Geld. Ich höre. Ziemlich durchgerostet. 8.000.
Aber ich habe es von meinem Sparbuch genommen. Richte ich nicht auf. 8.000? Ja, der Händler sagt, der Wagen ist es wert. Welcher? Was ist denn hier los? Eine Betriebsversammlung? Nee, wir kümmern uns um den Kleinen. Moses, ja, so haben wir ihn genannt. Ein Findelkind. Der wurde gestern bei mir abgegeben. Ja, und nicht wieder abgeholt. Also, meine Herrschaften, Sie wollen mir doch jetzt nicht sagen, Sie haben seit 2 Tagen ein Baby in Ihrer Obhut. Doch. Ja, und Sie haben die Jugendbehörde nicht angerufen? Also, wir haben recherchiert. Also, wir wollten die Polizei rufen. Ja, aber wir haben es immer wieder verschoben. Ja, weil wir natürlich dachten, die leibliche Mutter wird sich melden. Hm? Sonst kommt der Kleine ins Heim. Ja, das wollten wir ihm ersparen. Ich glaube, hier ist ein Massenwahn ausgebrochen. Ich glaube, Sie spinnen hier alle total! Psst. Wo bin ich denn hier hingeraten? In der Wäschekammer mit dem Baby? Ist überhaupt nicht witzig, Frau Gerdes. Überhaupt nicht. Was soll das alles bedeuten? Wir sind doch nicht im Kindergarten. Wissen Sie, was Ihnen blüht? Eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung. Also sofort die Polizei rufen. Das ist ein dienstlicher Befehl. So leid mir das tut. Sie nehmen den jetzt zurück und basta, wie der Italiener sagt. Und wenn nicht? Dann gehen wir vor Gericht. Es kann sehr lange dauern. Frau Haasfeld. Also ich sag's noch einmal. Wir heißen Haasfeld, Herr Könnecke. Denken Sie mal logisch. Sie zerren mich vor Gericht. Bis es soweit ist, sehen Sie von Ihrem Geld nichts. Und ob Sie danach was davon sehen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich mache einen Vorschlag zur Güte. Auch wenn ich meine Zeit nicht gestohlen habe. 300 Euro Nachlass und gut ist. Du Bandit! Brackwasserschnorchel, Laternenparker! Erich, das ist er doch nicht wert, der Mensch. Sitzpinkler, Pudelföhner, Mittelstreifenfahrer, Frauenversteher! Hey, Erich, Lust auf eine kleine Beleidigungsklage? Ja, ist gut, dass du kommst. Kommst gerade richtig. Was ist denn los auf dem Hof? Ist hier Schmurf? Dieser Zahnpastatubenquetscher! Okay. Er hat meiner Frau, die weiß Gott, 0 Ahnung von Technik hat, ein völlig überteuertes, schlechtes Auto verkauft. Noch ein Jahr TÜV, sage ich nur. 8.000 für diese Rostlaube. Das ist ja lebensgefährlich. Ich hab's gerade gekauft und er wollte es nicht zurücknehmen. Aber mit deiner Hilfe, mein lieber Kalle, da werden wir schon eine Lösung finden. Nicht? Ist mir echt zu nervig. Kommen Sie rein, Sie kriegen Ihr Geld zurück. Der Jäger hat recht. Der Jäger hat immer recht. Aber wenn die Moses gleich abholen. Was ist? Das glaube ich jetzt nicht. Wie alt bist du eigentlich? 16¾. Siehst aber jünger aus. Ich weiß, das sagen die vor jeder Disco zu mir. Ich muss immer meinen Ausweis zeigen. Immerhin hast du einen Ausweis. Das ist schon mal was. Ja, einen Ausweis habe ich. Wir wohnen bei Tom, meinem Bruder, der ist 20 und der passt auf mich auf. Ja. Das haben wir gemerkt, wie der auf dich aufpasst. Unsere Eltern sind geschieden. Meine Mutter ist mit dem anderen nach Freiburg gegangen und Tom war gerade dabei, sein Abi zu machen und ich war nicht so gut in der Schule und ja, Mama war inzwischen auch weg. Die Miete war günstig, da sind wir da geblieben. Und dann kam Hieronymus. Hieronymus? Witziger Name, nicht? Das war Bens Idee, also mein Freund. Der wollte nach Spanien wegen dem Licht, der ist Maler. Und ich wollte auch mit. Ja, und dann lebt er ganz alleine, du und dein Bruder und Hieronymus? Tom fährt Taxi, um sein Jurastudium zu finanzieren. Meine Mutter kommt einmal im Monat und kocht vor. Wir kriegen das eigentlich ganz gut hin. So, dass du dein Kind einfach abstellst, weil du nach Spanien willst. Das ist sowas von Scheiße. Wenn du meine Tochter wärst. Ich bin seit Wochen nicht mehr rausgekommen, immer mit dem Kleinen. Ich wollte auch mal an die Sonne, mit Ben. Aber ich bin ja dann doch nicht gefahren. Ich hab's eingesehen und bin hier geblieben. Ach. Ja, ich bin 2 Stunden später schon wieder hier gewesen. Aber Sie waren nicht mehr da. Wo waren Sie denn? Was kann ich dir sagen? Hier. Ich hab mich die ganze Zeit um deinen Sohn gekümmert. Ja,
mich halt auch nicht getraut, die Leute an der Rezeption zu fragen, wo Hieronymus ist. Ja, die hätten mir schon gesagt, wo Hieronymus ist. Ich heiße nämlich auch so. Echt? Echt. Ja, ich habe gleich gewusst, dass Sie der Richtige sind für meinen Spatz. Ja, die werden dir deinen Spatz leider wegnehmen, Loretta. Wir haben nämlich die Polizei rufen müssen. Ich muss noch mal los. Es tut mir leid, es war ein falscher Alarm. Die Mutter ist wieder aufgetaucht. Sie ist Gast bei uns im Haus. Wir hatten Schwierigkeiten, ihren Namen so schnell rauszufinden. Tut mir leid. Tschüss. Alles klar. Schön. Tschüss. Was macht die Polizei in meinem Haus? Sie ist ja Gott sei Dank nur vor Ihrem Haus, Frau Hansen. Das ist ein größeres Glück, als Sie glauben. Ich hab das gar nicht gern. Abend. Sie wollte ich sprechen. Kommen Sie mit. Gut gemacht, alter Junge. I'm sorry, Mr. Briley, but Mrs. Hanson is not in right now. I tell her, yes. Bitte? We will call you back tomorrow. Bye-bye. Möchten Sie was trinken? Ein Wasser, ein Tee, irgendwas? Danke. Und du? Ich habe ihm gesagt, dass wir morgen zurückrufen. Ich verstehe Englisch. Sie können Feierabend machen, Herr Wegemann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, die Damen. Er muss ja nicht immer alles hören. Er hört ja schon genug. Also, warum ich Sie nach oben gebeten habe, Frau Malek, ist, ich sage es Ihnen schlank und direkt, so wie ich bin. Ich möchte, dass Sie sich mit Frau Sandberg wieder vertragen. Und denke nicht, dass ich Frau Hanson um Schützenhilfe gebeten hätte, weiß Gott nicht. Das ist auf meinem Mist gewachsen, wie alles Gute in diesem Hotel. Ich bedauere sehr. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich bedauere sehr. Aber das kann ich nicht. Und das will ich nicht. Ich sag's dir, da ist Hopfen und Malz verloren. Und du mit deiner arroganten Überlegenheit weißt genau warum. So, jetzt wollen wir uns erstmal wieder beruhigen. Nein, das wollen wir nicht. Sie sind meine Vorgesetzte, Frau Hanson. So wie Frau Sandberg ja nun auch. Aber das ist eine rein private Angelegenheit und das lasse ich mir nicht verordnen. Friede, Freude, Eierkuchen. Danach ist mir nämlich nicht. Gottchen, dieses Telefon. Ich wollte nicht gestört werden. Soll ich? Ich kann doch selber laufen. Also, Frau Malek, wenn Sie nicht wollen, dann können Sie jetzt auch gehen. Ja? Was willst du denn schon wieder? Schade. Ja? Ja, schade. Aha. Ja? Frau Malek. Das war Dr. Rilke. Er möchte, dass Sie sofort in die Klinik fahren. Christian, er... Na gut, dass Sie nicht sofort die Polizei gerufen haben. Tja, gut, dass man immer erst hinterher weiß, ob man sich vorher richtig verhalten hat. Ne? Auch im Namen meines Sohnes, vielen, vielen Dank für alles. Sie sind ein Schatz, Hieronymus. Ich weiß, ich habe was ganz Schlimmes gemacht. Aber ich schwöre Ihnen, es wird nie wieder vorkommen. Da gehen Sie hin. Ich traue. Tja, jetzt haben wir nur noch uns, was, Schmolli? Kommen Sie. Barbara, bleiben Sie nicht da stehen. Das Beatmungsgerät. Es sieht gut aus. Nein. Sehr gut sogar. Die Schwellung ist stark zurückgegangen. Er kann wieder selber atmen. Morgen kann er vielleicht schon verlegt werden.
Wir lassen sie jetzt beide allein. Annelie, komm. Jörg. Ich bin's. Iris, kannst du mich hören? Ja. Er hat die Augen aufgemacht. Er hat gesagt, vertragen. Bist du noch dran? Ich bin so froh. Ich habe ihm geantwortet. Vertragen, ja. Das möchte ich auch mit dir. Das ist gut. Vertragen, ja.